Start der Cassini. 1997 wurde die 5,5 Tonnen schwere Raumsonde Cassini auf ihren Weg zum Saturn geschickt. Wenn alles gut geht, wird Cassini den exotischen Riesen im Jahr 2004 erreichen. Die Saturn-Mission verschlingt $1 Milliarde. Was rechtfertigt diese immensen Kosten und den Zeitaufwand dieses Unternehmens? Unsere Erde ist etwa 150 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Weiter draußen der Mars, der letzte der inneren Planeten, dann kommt der Jupiter und jenseits seiner Umlaufbahn der Saturn. Dieser wunderschöne Planet ist fast 10-mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Fast 30 Jahre braucht er, um einmal die Sonne zu umrunden. In 10,5 Stunden dreht er sich einmal um die eigene Achse. Nach dem Jupiter ist der Saturn der zweitgrößte Planet unseres Sonnensystems. Sein spezifisches Gewicht ist so klein, dass er auf einem Ozean, der groß genug wäre, schwimmen würde. Das Volumen des Saturn ist 750 Mal größer als das der Erde. So wie der Jupiter ist auch der Saturn ein Gasplanet. Er besteht zu 94% aus Wasserstoff, der Rest ist großteils Helium. Auch hat er ähnliche Wetterbänder wie der Jupiter, sie liegen jedoch unter Dunstschichten verborgen. Wenn man die Filter der Kamera wechselt, werden die Stürme und riesigen Wirbel sichtbar. Der Wind ist noch schneller als auf dem Jupiter. Dieser Jetstream rast mit 1500 Kilometern pro Stunde durch die Atmosphäre. Die Atmosphäre des Saturn hat 5 Schichten. Unter der oberen Dunsthülle folgt eine Schicht aus Ammoniak-Eiskristallen, Ammoniumhydrosulfid, Wassereis und Wassertropfen. Dann folgt eine Schicht aus Wasserstoff und Helium, aus flüssigem Wasserstoff, metallischem Wasserstoff und schließlich ein fester Kern. Wie beim Jupiter erzeugt der metallische Wasserstoff das Magnetfeld des Saturn. Es lenkt den Sonnenwind ab, außer an den Polen, wo die elektrisch geladenen Teilchen in die Atmosphäre eindringen. Auch hier erzeugen sie das Lichtspiel der Aurora. Die Ringe des Saturn wirken aus der Entfernung wie feine Gase. Aus der Nähe zeigt sich, dass sie aus Billionen einzelner Bruchstücke bestehen, von kleinen Staubkörnern bis hin zu gefrorenen Gesteinsbrocken, groß wie Lastwagen. Die Ausdehnung der Ringe entspricht der Entfernung zwischen der Erde und dem Mond. Sie sind jedoch nicht mehr als einen Kilometer dick. Von der Erde aus gesehen ändert sich der Blick auf die Ringe, je nach Himmelsstand des Saturn. Der Grund ist seine um 26 Grad geneigte Achse. Die Voyager-Mission in den 80er Jahren hat zahlreiche neue Erkenntnisse über die Ringe des Saturn geliefert. Die Ringe bestehen aus 7 Hauptbändern. Jedes wiederum ist in hunderte kleinster Ringe unterteilt. Bei den mysteriösen Schatten auf den Ringen handelt es sich möglicherweise um Staub, der durch elektrostatische Kräfte aufgewirbelt wird. Mit einem Hintergrundstern als Referenz hat Voyager die Ringe und deren Zwischenräume vermessen können. Dieser größte Spalt, die Cassini-Teilung, ist über 4000 Kilometer breit. Einige Ringe werden durch Hirtenmonde im Orbit gehalten. Hier sind 2 dieser Monde, die am äußersten Ring ihre Bahnen ziehen.
dieser Saturnmond, der Pan, bewegt sich innerhalb der Encke-Teilung. Das Rätsel der Ringe ist bis heute nicht gelöst. Vielleicht handelt es sich um pulverisierte kosmische Trümmerstücke, die dem Planeten zu nahe gekommen sind, um sich als Mond zusammenzuklumpen. Vielleicht werden sich die Ringe auch in einigen Millionen Jahren aufgelöst haben. Eine Zeitrafferaufnahme des Saturn und seiner Monde. Bis heute sind 18 Saturnmonde entdeckt. Der kleine Mimas ist einer der eigenartigsten. Er besteht aus Eis und Fels und einem gigantischen Krater. Wäre das Geschoss, das ihn getroffen hat, etwas größer gewesen, wäre Mimas vielleicht auch zu einem Saturnring pulverisiert worden. Enceladus, mit einem Durchmesser von 500 Kilometern etwa doppelt so groß wie Mimas. Weite Ebenen aus Eis, die vielleicht entstanden sind, als Wasser aus seinem Inneren hervorquoll. Durch den Einfluss der Schwerkräfte seiner Nachbartrabanten werden vielleicht immer noch Eisfontänen ausgelöst. Der nächste Mond, den Voyager fotografierte, war Tethys. 1000 Kilometer im Durchmesser mit einem gewaltigen Canyon, der an der Unterseite sichtbar ist. Den anderen drei Monden ähnlich, jedoch mit einer helleren Hemisphäre, ist Dione. Sein Eismantel ist von Kratern und Rissen gezeichnet. Eine Nahaufnahme von Rhea, ein Saturnmond mit einem Durchmesser von 1500 Kilometern. Iapetus hat eine Hemisphäre, die kohlrabenschwarz ist, und eine, die schneeweiß ist. Der kleine Hyperion sieht aus wie ein plattgedrückter Hamburger. Und dieser kleine felsige Trabant tauscht mit seinem Zwillingsmond ab und zu den Orbit. Der größte Saturnmond, der Titan, größer als der Planet Merkur, wurde 1655 von dem holländischen Astronom Huygens entdeckt. Die Verhältnisse auf dem Titan sind vergleichbar mit der frühen Erde in einem tiefgefrorenen Zustand. Der Trabant ist unter einer dichten Dunstschicht verborgen. Aber die Sensoren der Voyager-Sonde entdeckten organische Moleküle, Kohlenstoffverbindungen, die auch den Funken des Lebens auf der Erde entzündeten. Über die Oberflächenstruktur des Titan lassen sich bis heute nur Vermutungen anstellen. Wenn Cassini im Jahr 2004 den Saturnmond erreicht, wird sie ein Landemodul auf dem Trabanten absetzen. Der Abstieg auf die Mondoberfläche wird 2,5 Stunden dauern. Die Atmosphäre des Titan ist wie die Erdatmosphäre reich an Stickstoff. Die Daten des Huygens-Landemoduls werden an die Orbitersonde und von dort zur Erde gefunkt. Nach der Landung hat Huygens Energie für 30 Minuten. Die Temperaturen auf der Oberfläche des Titan liegen bei 190 Grad minus. Es gibt kein Sonnenlicht für Solarzellen und es schneit Ethan und Methan. Auf dem Titan könnte es Ozeane aus Wasserkohlenstoffen geben. Huygens würde auch eine Landung in einem solchen Meer überstehen. Aber es bleiben nur 30 Minuten, um Daten zur Erde zu funken. Daten, die darüber Aufschluss geben könnten, ob der Titan möglicherweise ein Laboratorium für die Entstehung von Leben ist.